Hey guys, ne, wir schreiben hey, new to game. Is it possible to let me jungle, please? I am horrible ADC. Yeah, no problem. Yeah, no? Yeah, no? Oder yeah, no problem. You are top, Lidwash. I mean top then. Ah, ich muss was machen. You can top tracks. I'm smurfing. Ja, also ja. Ja, was heißt das? I'm smurfing. Heißt das, dass er, ist es egal, wo er hingeht? Oder heißt es, dass er jetzt unbedingt, was will er mir vermitteln? Aatrox, Leute, der Neue? Ganz ehrlich, wenn er smurft, dann kann er mich ja ruhig carryen, oder nicht? Ich meine, er ist jetzt echt nett, aber... Well, I have no champs top. Also einen hätte ich vielleicht. Ja, dann geht's los, ne? Let it go. Mana-Fluss und Gathering. Gathering. Na, wir machen das schon. Easy. Woher bekommt man den Rahmen? Hier, indem du... Du musst mindestens 5-mal ein S-Plus hintereinander haben. Dann bekommst du diesen Rahmen. Ne, das ist quasi der S-Plus-Giga-Rahmen. Deswegen ist hier auch das S-Plus-Trigon-Zeichen. Ne, das gibt es auch für andere Champions. Das ist dann immer in der Farbe von dem Champ. Bei ihm wäre es rot, hier wäre es blau. Hier ist tatsächlich schwierig, hier wäre es braun. Und bei ihm wäre es weiß-lila gewesen. Also, das S-Plus-Trigon-Zeichen. Also, das Ding ist, wir müssen ihn nicht töten. Wir wollen einfach nur überleben. Das ist unser Ziel, Leute. To survive this. Und farm. Alle CS, Leute, alle. Und guck mal, jetzt zum Beispiel den CS, den kann ich nicht kriegen, weil... Er haut mich da mit seinem Schirm. Ja, aber ist okay. Ich outscale ihn ultra hart, aber er tötet mich ultra hart. Wir müssen einfach nur überleben. Wir können ja mal gucken, wie gut kann ein Tobi schaffen, nicht zu sterben. Ne, wir machen die Try Not To Die Challenge. Wenn ich da jetzt reinspringe, dann weht er mich instant. Wir warten. Wir müssen auch gar nicht reinspringen, weil der pusht eh. Wir können da ja queuen und dann machen wir direkt die W. Scalen wir. Okay, er kommt gar nicht. Bro. Auto-Attack. Das ist Auto-Attack. Das ist Auto-Attack. Jetzt kommt Auto-Attack. Wuhu! 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 Solo! Nice! Tobi, warum trollst du eigentlich so? Ich bin einfach Main! Einfach Main! Sogar als Master hier Toplane mache ich das Ding, Leute. Na, ist gar kein Problem für mich. Das Problem ist, er geht jetzt zu Master Shaco. Ja. Ja, da kann ich aber, ne? Da kann ich halt wenig machen. Pretty much gar nichts. Ja, weißt du, ich mache hier meine Lane, gewinne die Ultra, das macht je, Shaco, nichts, I'm smurfing. Nichts besseres zu tun, als hier. Gehen Sie bitte fort. Well, lost my lane. GG. Well played. Sorry, really sorry. Renekton wird jetzt natürlich über mich kommen, wahrscheinlich. Relativ stark. Oh, Auto entdeckt. Das ist... Alter, lass mich gehen. Ja, top is now done. Alles nur wegen dem Shaco. Ein richtiger Analyst könnte sagen, dass ich ja auch auf der Toplane Solo gestorben bin, gerade direkt danach, aber ein Profi weiß, alles wegen Shaco. Das Problem ist, dass ich mehr Minions habe als er. Rip, Johnny. Vielleicht kann... Ich glaube, der schafft das nicht. Naja, der schafft das nicht. Hi, I'm smurfing! Jetzt müssen wir halt Schadensbegrenzung betreiben. Ich meine, das war jetzt unfair, dass da der Gank kam, aber... Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir nicht noch weiter enden. Das Ding ist, jetzt alle kommen oben und ich bin der, der dabei sterben wird. Johnny Depp. Ich hätte nicht so früh engagen dürfen. Legit. Guck mal, die schaffen den zu zweit nicht mal. Nein, ja, Tower! No! Ah! Ich meine, der Shaco pinkt zwar, aber er schafft den Legit nicht. Er ist Level 7, obwohl, na. Mach mal eh. Oh, I'm smurfing. I'm Shaco. Verpiss dich, Krokodil. Okay, ich bin raus.
Leider. Er stirbt. Outplayed. I just met you. No! Ach, fuck, Alter. Ja, der hat doch jetzt locker schon 8-1. 7. Ne? Mit Aatrox wäre das alles nicht passiert. Aber wir können immer noch den positiven Effekt sehen. Irgendwann in diesem Game werde ich Renekton outscalen. Das wird dauern. Lange. Sehr lange. Also ich glaube, so bei 80 Minuten Power Spike wird uns das Game, dann haben wir es, Leute. So, let's go für den nächsten Trade. Wir packen noch einen Punkt in die W rein. Bro, renn um dein Leben. Oh, jetzt geht's los. Ich habe keine Dings, aber jetzt geht's los. Der Flash war, glaube ich, eine schlechte Entscheidung, aber, weil er killt mich jetzt. Ich konnte nicht mal mehr wehen. Töte diesen Monster, Boss. Raid Viech, Alter. No, Mann, wieso hat der schon wieder seinen Stun? What it do to me? Oh, ich habe direkt den Dings angemacht. Ich glaube, das wird nichts, glaube ich. Obwohl, was für ein Gameplay? Ich bin raus. Habt ihr gesehen, wie ich den zerschnetzelt gemetzelt habe? Einfach, erst habe ich so gemacht. Fra, dann fra. Und dann, ich glaube, das war Gathering Storm safe. Ne, aber jetzt seht ihr mal den Unterschied zwischen mir und einem AD-Kill-Spieler. Ich stehe 1-9 und habe die Motivation, dieses Game zu gewinnen. Ich farme, ich weine nicht, ich habe gute Laune und den Willen. Den Willen, die Welt zu verändern. Ein AD-Kill-Spieler, so wie ich ihn gestern in meinem Team hatte, ich will euch nicht eingreifen, aber falls ihr euch angriffen fühlt, dann müsst ihr euch angegriffen fühlen. Also es sind ja auch nicht alle AD-Kills, wichtig. Aber gestern, Ezreal, 0-3 gegangen, Zack des KDA-Players beschuldigt, AFK gegangen. Why? Alles, was ich möchte, bist du. Nein, alles, was ich möchte, ist, dass die Leute einfach nur versuchen zu gewinnen. Wenn du 1-9 gehst, dann ist das Kacke, das ist scheiße und das fuckt ab. Aber versuch doch einfach mal zu gewinnen. Der klaut in mir, ich sag's euch. Ja. Also okay, na auch so wie bei sowas. Welchen ADK-Spieler? Ich würde jetzt sofort sagen, fick dich, Rage Quit, geh raus. Ich bin okay, I'm AFK. Weiß ich nicht. Möchte ich jetzt. Ich mach Damage. Master Yi OTP? Master Yi OTP? Habt ihr gesehen? Ich meine, okay, Fiddle hat auch ein bisschen Damage gemacht, aber ich glaube, das war alles mein Schaden. Guck mal, jetzt haben wir Rage Blade. Jetzt ist GG für die Gegner. Jetzt ist over. Den könnte ich jetzt zwar easy töten, aber ich muss Prioritäten legen. Ich meine, guck mal, wie ich die Wards wegmetzel. Holy shit. Auf Yi ist der Essential wieder schlecht, wenn man behind ist. Ja, aber deswegen, das ist ja der Vorteil, dass ich gerade nicht behind bin. Deswegen geht das ja noch. Fiddle hat keine Ult, das ist schlecht. Ich will es trotzdem versuchen. Master Yi! Oh nein, ich konnte nicht. Oh nö. Sie hat meine W geschildet. Shaco, bitte zeig mal, wo ist Fiddle eigentlich, Alter? Sie hat meine W. Ich war so am. Und dann hat sie so Schieb gemacht. Kacke, das war unlucky. Aber, der Flash drüber. Ja, okay. Wurf! Ne, aber wir gewinnen dadurch das Game. Ich sag's euch, wir gewinnen das. Jedes Mal, wenn Renekton stirbt, wird er schwächer und ich werde stärker. Das Ding ist, es muss halt irgendjemand immer kommen, um mich zu verteidigen. Ich bin 2-11. Aber irgendwer muss kommen. Irgendwer von diesen Spielern, der... Jeder ist nicht ansatzweise so kacke wie ich. Um das zu verteidigen. Außer ich könnte jetzt Botlane durchrennen können, glaube ich. Aber... I will walk 500 miles. Ich würde da sogar noch hinterher gehen. Aber ich müsste... Ah, so weit kann ich nicht. Schade. Ich hätte Botlane durchrennen können. Run it down, Bot. Aber ist okay. Ich bin Yi. Zack, zack, zack. Yi-Gameplay, Leute. Das hier ist Yi-Gameplay. Ne, du brauchst einfach nur Auto-Taken. Guck mal, wie wir das gewinnen, Leute. Ne, solche Leute wie mich bräuchte ich in meinen Rank-Games. Leute, die zwar inten, aber Leute, die einfach Bock haben.
Leute, die trotz miserabelster Stats Bock haben. Bock haben, das Game zu gewinnen. Nee, ich gehe jetzt auf K. Der hat mir meinen Blue Buff geklaut. Nee. Oh, und jetzt hat der meine Minions genommen. Nee. Oh, er stunt mich halt. Er muss mich stunnen, bevor ich ihn angreife. Jetzt quasi. Rein theoretisch könnte ich den wahrscheinlich umbürsten, aber... Ah, later. Blablabla. Okay, das ist my time to shine. Wo sind die Gegner? Zap, Auto-Tech, wo sind meine Auto-Techs? Zap. Oh, ich konnte nicht. Irgendwie habe ich nichts gemacht, Alter. Wenig, begrenzt. Aber 2 für 2 getradet und wieder gewonnen. Gut. Legende, wo ist dein Conqueror? Ach so, stimmt, habe ich auch vergessen, ne? Fällt mir gerade mal ein. So, auch übrigens muss man ganz klar sagen, wichtig, dass ich jetzt 3-13 stehe, hat nichts damit zu tun, dass ich schlecht bin, sondern Yi wurde letzten Patch genervt. Er ist fast unspielbar geworden, aber ich wollte euch halt trotzdem zeigen, dass man mit dem Champion immer noch Games gewinnen kann, wenn du es halt richtig spielst, so wie ich das jetzt halt tue. Elder Drake und Baron, das ist meine Zeit, Leute. Jetzt geht's los. Der 40 Minuten Power Spike, 48 AD durch Gathering Storm. So, let's go, Leute, ich bin ready. Wen müssen wir töten, Leute? Ich kann legit jetzt alle töten, jeden. Die Frage ist, wen will ich zuerst töten? Ich meine, holy shit, mein Schwert brennt und leuchtet. Jetzt nicht mehr, oder doch? Ich muss auf den richtigen Moment warten. Wenn ich jetzt... Ja! Blapp. Tschüss, later. Jetzt ist mein Moment! Ich sehe nichts, aber angreifen. Blapp. Later. Triple. Tower taking, Toby taking the tower. Da. Solo. Meine Freunde, wie man das Spiel gewinnt mit Master Yi. Gameplay Guide. Ich hoffe, ihr spielt diesen Champion niemals. Und wenn mal euer Kumpel fragen sollte, ich weiß gerade gar nicht, wie man Yi spielt, dann schickt ihn einfach dieses Video. Einfach hart durchgecarried. Schön. Richtig. Wen müssen wir honoren, Leute? Ja, ich glaube Fiddle. Geiles Game. Sollen wir Damage gucken? Also Uri hat ja gar nichts gemacht in dem Game. Holy shit. Unlucky. No mid.